Tja, mitten im Regen und den Soldaten haben wir befragt und ich glaube auch nicht, nein, wir kommen da nicht rein. Soll ich mal meinen, wir gehen mal zurück zu unserem anderen Kollegen, mit dem wir am Anfang schon gequatscht haben. Könnte ja sein, dass es jetzt ein anderes Gespräch ergibt. Der Major sagte, dass es hier Minen gäbe. Mir scheint es hier nicht besonders gefährlich zu sein. Wissen Sie mehr darüber? Ja, es stimmt. Die Arbeiter haben beim Graben welche in den Tunneln gefunden. Nicht viele, aber der Major nimmt an, dass es noch mehr gibt. Darum wird jetzt hier auf die Fachleute gewartet. Wem gehören diese Wohnwagen eigentlich? Bauingenieure haben sie hier gelassen. Wahrscheinlich sind sie recht zügig aufgebrochen, nachdem die Tunnel entdeckt wurden. Ist der da drüben noch frei? Von mir aus können sie ihn haben. Ich glaube nicht, dass es jemandem was ausmacht, wenn sie sich ihn ausleihen. Jedenfalls habe ich niemanden gefragt und mich hat auch niemand was gefragt. Gut. Was ist in dieser alten Hütte hinter dem Wohnwagen? Ach, die Hütte. Was suchen Sie denn da? Eigentlich nichts. Ich war nur neugierig. Da ist nichts, das Sie etwas angehen würde. Wieso? Was ist denn los mit Ihnen? Ach, nichts, nur... Hören Sie, in der Hütte ist nichts. Warum also darüber reden? In Ordnung. Es ist sowieso nur eine alte Hütte. Genau. Warum wurde er plötzlich so nervös? Dieser Major, was für ein Mann ist er? Keine Ahnung, ich habe nur kurz mit ihm gesprochen, als ich ankam. Er stellte mehr Fragen, als mir lieb war. Ein Soldat eben, Sie wissen schon. Erzählen Sie mir mehr von dem Tunnelkomplex. Was befindet sich in seinem Inneren? Wie schon gesagt, ich hatte nicht viel Zeit, mich umzusehen. Da unten gibt es ein ganzes Stollensystem. Einige werden von Balken abgestützt, andere sind schon eingestürzt. Mehr nicht? Nur ein paar Stollen? Der Professor hat mich ganz sicher nicht hergeschickt, um auf ein Loch im Boden zu starren. Es muss da unten mehr als ein paar Stollen geben. Naja, nicht ganz. Es gibt an einem Ende eine Stahltür, die noch tiefer hineinführt. Mist, warum kann ich nicht einfach meine Klappe halten? Sie dürften gar nichts darüber wissen. Was? Warum? Naja, noch nicht. Sie werden mehr erfahren, wenn die Zeit reif ist. Warum diese Geheimniskrämerei? Mir scheint, er weiß eine ganze Menge mehr, als er zugibt. Es gibt nichts zu bereden. Nein. Ich glaube, es gibt jetzt momentan auch nichts zu bereden mehr. Ziemlich zwielichtig. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht zu. Immer noch? Abgeschlossen. Ja, okay. Habe ich irgendwas bekommen? Nein. War da irgendwas? Nein. Tja, dann gehe ich mal zurück zu dem Major. Vielleicht erfahre ich da irgendetwas Neues. Ich weiß ja nicht. Könnte ja sein. Aber irgendwie ist mir eine Erinnerung... Nein, keine Ahnung. Oh, ja, Pilze. Das war mir in Erinnerung. Sie sind zwar essbar, aber ich habe keine Verwendung für sie. Ach nein. Okay. Mal sehen, wen wir zuerst anquatschen. Wie geht's Ihnen? Heute ist alles in Ordnung. Gestern war es nicht so gut. Es hat die ganze Nacht geschüttet. Und raten Sie mal, wer Wache schieben durfte, ha? Huh? Was machen Sie überhaupt hier? Eigentlich nichts Besonderes. Ich mache nur ein paar Fotos für den Bericht. Hört sich ziemlich langweilig an. Aber Sie sollten nicht mehr mit mir sprechen. Dem Major könnte das missfallen. Ah, okay. Würden Sie mich jetzt bitte arbeiten lassen? Ich habe keine Zeit für Ihre Fragen. Oh, tut mir leid. Ich werde Sie nicht weiter aufhalten. Das hoffe ich. Ah.
Da muss ich mal... Da komme ich ja nicht rein. Wieso die Pilze nicht mitnehmen? Ja. Sie sind zwar essbar. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt mir hier, das ich noch wissen muss. Irgendetwas fehlt. Weiß nicht was. Wir haben nichts zu bereden. Wir haben nichts zu bereden. Habe ich immer auch nichts zu zeigen? Ja, nein. Das hier hinten ist zu. Hier vorne komme ich nicht weiter. Weil der wird mir auch nichts anderes erzählen, als wie das, was ich eh schon weiß. Würden Sie mir dann wenigstens erlauben, einen kurzen Blick in den Tunnelkomplex zu werfen? Ich werde mich nur kurz umschauen und sofort zurück sein. Auf keinen Fall. Der Befehl lautet, niemand betritt die Tunnel. Nervige Historiker eingeschlossen. Verduften Sie jetzt, okay? Ah, das kann doch nicht sein. Ich habe eine offizielle Genehmigung, die Tunnel zu betreten, also lassen Sie mich rein. Das können Sie vergessen. Die Genehmigung bezieht sich nur auf die Umgebung der Tunnel. Wie soll ich meine Arbeit machen, wenn Sie mich nicht reinlassen? Ich bin extra hergekommen, um die Tunnel zu erforschen. Haben Sie nicht zugehört? Niemand darf rein, solange das Gebiet nicht abgesichert wurde. Beruhigen Sie sich, ich will keinen Ärger. Gut für Sie. Und jetzt verschwinden Sie. Er wird mich nicht durch den Eingang lassen. Ich muss mir etwas anderes überlegen, wie ich hineinkomme. Na, das ist... Ich muss noch ein paar Mal hin und her, denke ich. Also, der macht es mir ziemlich schwierig mit seinem bürokratisch-soldatischen Auftreten. Vielleicht redet er jetzt nochmal mit mir. Ja, doch. Ich habe mich umgesehen und weiß noch nicht, wie ich in den Tunnelkomplex kommen soll. Es wird nicht einfach. Einer der Soldaten steht direkt vor dem Eingang. Ja, ich weiß. Er hat seine Befehle und wird seinen Posten keine Minute verlassen. Es ist wahrscheinlich besser, wenn wir bis zur Nacht warten. Jetzt können wir nicht viel tun. Während Sie den Eingang untersucht haben, habe ich nachgedacht. Und ich weiß, wie wir hineinkommen können. Wir beide. Beide? Das wird noch verdächtiger sein. Nun, ich habe einen Plan. Und zusammen könnten wir ihn durchführen. Also, sind Sie interessiert? Ich finde die Idee nicht überragend. Ich traue ihm nicht über den Weg. Aber scheinbar habe ich keine andere Wahl. Gut, ich höre zu. So wenig ich Stasek auch vertraue, sein Plan könnte funktionieren. Außerdem habe ich keinen eigenen Plan. Wir haben uns darauf geeinigt, die Wache beim Tunneleingang zu überlisten. Die Lage schien ganz und gar nicht hoffnungslos zu sein, und die Nacht brach schnell herein. Eine Sache ging mir allerdings nicht aus dem Kopf. Welchen Grund könnte er haben, mir dabei zu helfen, in den Tunnelkomplex zu kommen? Ich stand erst nach Mitternacht auf und schlich mich in die Dunkelheit des Waldes. Das Licht im Wohnwagen brannte, genau wie wir es verabredet hatten. Die Stille der Nacht wurde nur von den Lauten der Nachttiere unterbrochen. Okay. Lass mal reingehen. Sind Sie hier? Niemand hier. Ich bin sicher, dass wir uns um diese Uhrzeit treffen wollten. Vielleicht laufe ich ihm irgendwo im Lager über den Weg. Vielleicht untersuche ich ja erstmal, was hier los ist. Leere Flaschen, Karten und ein Aschenbecher. Nichts, was ich brauchen könnte. Ich wollte gerade sagen, vielleicht liegt ja was rum, was ich eventuell brauchen könnte. Er ist zwar aus, aber mit Holz befüllt.
Kann ich den anzünden? Nein. Nein. Nein, das wäre zu. Ein alter Regenmantel. Da ist etwas in der Tasche. Oh. Was ist denn in der Tasche? Erzähl mir das doch mal. D2, 82. Wofür könnte er diese Zahl brauchen? Neben dem Ofen ist noch mehr Brennholz gestapelt. Er ist zwar aus, aber mit Holz befüllt. Ah, okay. Mindestens haltbar bis 10. Juli 2003. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist jedenfalls überschritten. Naja, eine gute Dose kann nicht schlecht werden, oder? 2003. Also könnt ihr euch vorstellen, wie alt das Spiel ist, ja. Ein Glas und ein paar Flaschen mit Öl und Essig. Alles ist vor mindestens einem Jahr abgelaufen. Aber das macht ja nichts. Das hat ja nichts mit Alter von dem Spiel zu tun. Alte Essenskrümel. Ich werde nicht meine Kleidung dreckig machen. Was habe ich jetzt eingesammelt? Ich habe da... Sie sind zwar abgelaufen, aber noch essbar. Okay, sie sind noch essbar. Busenöffner. Ich habe keinen Hunger. Aber irgendjemand wird das ja wohl haben. Scheinbar hat vor kurzem noch jemand darin gelegen. Aber keine Spur von Stasek. So, nochmal hier kurz. Außer dem Ofen. Ist ja hier nichts zu sehen. Ja. Holz. Was ist noch auf dem Tisch? Ich muss hier durchwimmeln. Okay, ich glaube, wir können raus. Vielleicht hier hinten. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Abgeschlossen. Hatte ich nicht. Ach nein, es war ein Dosenöffner. Ich dachte, ich habe Schlüssel. Oh, jetzt habe ich doch doppelt. Ich kann nicht weitergehen. Er würde mich sehen. Der Eingangsbereich ist zu hell beleuchtet. Ich kann nicht näher heran. Ah, okay. Zu hell beleuchtet. Okay, ich gehe mal ganz zurück. Mal sehen, was ich da finde. Zu hell beleuchtet. Ein Kabel durchschneiden. Weiß es nicht. Muss ja alles mal ausprobieren, ne? Jetzt bin ich wieder vorne. Oh. Eine kleine Nachtwanderung, hä? Naja, mehr oder weniger. Ich kann nicht schlafen. Oh, ich könnte auf der Stelle einschlafen. Das ist meine zweite Nachtwache in Folge. Ich kann kaum die Augen offen halten. Ich wünschte, die Sprengstoffexperten wären schon hier. Morgen, richtig? Hoffentlich kommen Sie nicht eine Stunde zu spät. Ich bin fix und fertig. Warum setzen Sie sich nicht hin? Niemand wird Sie hier kontrollieren. Oh doch, der Major spürt sowas und wird mit Sicherheit sofort rauskommen, sobald ich mich hinsetze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden kümmern würde, wenn Sie sich für eine Weile setzen. Haben Sie Wehrdienst geleistet? Ja, das habe ich. Dann wissen Sie ja, was ein Befehl ist. Und mein Befehl lautet, die ganze Nacht Wache zu halten. Nichts mit hinsetzen. Das Lager ist taghell beleuchtet. Das hilft nicht gerade beim Einschlafen. Wie wäre es, ein paar der Lichter auszuschalten? Unmöglich. Der Major würde das nicht billigen. Ich glaube nicht, dass wir angegriffen werden. Sie dürfen auf keinen Fall ausgeschaltet werden, da Sie direkt mit dem Generator in der Hütte verbunden sind. Wenn Sie eine Reihe ausschalten, ist der halbe Wald düster wie ein Verlies. Zu blöd. Das Licht scheint genau in meinen Wohnwagen. Dann schließen Sie die Fensterläden. Die Lichter müssen eingeschaltet bleiben. Die alte Hütte hinter den Wohnwagen ist verschlossen. Wissen Sie vielleicht, wie ich da hineinkomme? Wofür?
Sie sind ganz schön neugierig, nicht wahr? Was wollen Sie denn da? Ich würde gern einen Blick auf die Lichter werfen. Die Lichter müssen eingeschaltet bleiben. Befehl vom Major. Nachts ist die Hütte verschlossen und nur der Major hat einen Schlüssel. Verduften Sie jetzt. Kein Problem, ich habe ja nur gefragt. Ja. Ich habe keinen Hunger. Ja, auch nicht. Und dann die Wache beobachtet mich. Ich kann nicht einfach hineinmarschieren. Nein, das kann ich nicht. Okay, Sie sind zwar essbar, aber ich habe kein... Oh, du sollst ja nicht mit dem Hunger... Oh, Alter. Ich weiß, dass ich die noch brauche. Ich weiß das genau. Irgendwas war noch. Ich muss da was vergessen haben, ja, irgendwo. Warum ist der Herd eigentlich? Hinten, also fassen wir mal zusammen. Hinten komme ich nicht hin. Hier vorne habe ich jetzt momentan, er hat keinen Hunger. Und mit dem Herd hat das auch alles gar nichts zu tun. Ja, ich weiß es nicht. Also, da hinten ist abgeschlossen. Die Hütte ist immer noch abgeschlossen natürlich. Ich glaube kaum, dass die jetzt offen ist. Abgeschlossen. Da muss ich da hier vorne irgendwie noch ein bisschen nerven. Ich versuch's mal. Ich versuch vorne nochmal zu nerven. Oh nein, will ich wieder dorthin gehen. Nicht wieder reden. Offensichtlich werden Sie heute Nacht nicht zu Bett gehen. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Vielleicht. Kommt darauf an, was Sie brauchen. Ich kann mich kaum auf den Beinen halten und habe einen Bärenhunger. Ich könnte was zu essen brauchen. Aber ich habe nichts bei mir und weiß auch von keinem Restaurant in der Nähe. Es ist mir auch ganz egal, was es ist. Können Sie mir etwas besorgen? Ich werde es versuchen. Ist das nicht schön? Die kommen mir jetzt gelegen. die könnte ich in die Bohnen tun. Ich will mal schauen, nicht, dass ich die noch auf dem Herd warm machen muss. Weil jetzt habe ich Dosen mit Pilzen. Nein, scheint nicht so. Okay. Ah, jetzt geht er nicht automatisch hin. Ah, das ist jetzt, jetzt will er nichts wissen. Seltsam. Es gibt nichts, worüber wir sprechen müssten. Oder muss ich erst... Nein, der nimmt die nicht. Der nimmt die Bohnen nicht. Muss ich dann den Herd erst einschalten oder was ist jetzt los? Was wollt ihr von mir wissen? Ich klicke das mal schnell über doppelt ab. Ach, tatsächlich, ich muss den Ofen erst. Die Scheite sind ja schon drin. Deswegen. So.
Jetzt geht das seinen Gang. Jawohl. Ich muss noch ein wenig warten. Zick-zack, zick-zack. Das sollte genügen. Und jetzt haben wir warm gemachte Dose mit Bohnen und Pilzen. Jetzt muss ich mal doppelklicken, weil ich glaube, ich muss mich schon beeilen. Jawohl, jetzt funktioniert die ganze Geschichte und das geht seinen Gang. Dann komme ich auch in den Tunnel rein. Hier, ich habe etwas für Sie, aber es ist nicht viel. Ah, Bohnen mit Pilzen? Ich konnte nichts Besseres auftreiben. Oh, schon in Ordnung. Solange es nur warm ist, ist es perfekt. Danke. Keine Ursache. Es gibt nichts, worüber wir sprechen müssten. Die Wache beobachtet mich. Ich kann nicht einfach hineinmarschieren. Okay, ich gehe mal kurz weg. Manchmal ist das ja so, wenn man weggeht, dass das auch wieder kommt. Ich gehe bis in den Wohnwagen. Hey, Sie! Kommen Sie mal her! Was für einen Dreck haben Sie in die Dose getan? Was waren das für Pilze? Die Pilze waren essbar. Ich würde eher die Bohnen verdächtigen. Die könnten abgelaufen sein. Das ist jetzt auch egal. Ich muss... Sie wissen schon was. Halten Sie kurz für mich Wache. Ich bin in einer Minute zurück. Oh Mann. Ich werde leise hineinschlüpfen. Leise. Oh, da ist was in der rechten Brusttasche. Ja, das ist gut. Sonst noch irgendwas? Verschiedene Dokumente und Briefe. Ich lasse sie besser hier. Das Letzte, was ich tun sollte, ist, den Major aufzuwecken. Ich gehe nicht weiter hinein. Ah, okay. Ich sollte hier noch etwas überprüfen. Na, wieso? Was jetzt? Ich denke, du willst nicht weiter hineingehen. Das hier ist nicht belegt. Der Major schläft hinten im Zelt. Ich sollte hier noch Aber was denn? Was willst denn du noch überprüfen? Du hast jetzt die Schlüssel. Was ist los? Was jetzt noch? Die Schlüssel aus der Uniform des Majors. Ja, das ist schön. Ich höre mir den Major schnarchen. Der Regen, das Geplätscher, das gefällt mir auch. Aber trotzdem würde mich mal interessieren, was du hier noch untersuchen möchtest. Ich sollte hier noch Ja, was denn dann? Was denn? Was denn? Um was geht's denn noch? Was ist... Oh, Kruzifix. Ich weiß es nicht. Wenn du nicht nach hinten gehst, dann ist doch auch nichts, was du hier untersuchen willst. Soll ich hier Wimmelbild wieder spielen? Das mache ich die ganze Zeit.
irgendeine Akte, die ich übersehe. Das gibt's doch nicht. Nein, das muss ich nicht. Also. Ich sollte hier noch. Du solltest hier gar nichts mehr. Du solltest hier rausgehen. Mein Handy. Ach, dein Handy. Willst du jetzt hier drin irgendwas untersuchen? Was mit deinem Bericht zu tun hat? Glaube nicht. Sorry Leute, aber da muss ich euch im Regen verabschieden. Wenn ich jetzt in der halben Stunde rumher suche, glaube ich jetzt, was soll ich hier finden? Unter den Dielen? Soll ich da was finden? Ich suche hier die ganze Zeit hinten, vorne. Nein. Das kann doch nur hier sein, an der Jacke oder sonst wo. Ja, okay, Leute. Ich werde mich jetzt verabschieden erstmal und sorry, aber ich wüsste nicht, also was ich hier untersuchen soll. Weil ich will einfach nur in die Tunnel rein und da würde ich sagen, ich mache erstmal Schluss an dieser Stelle. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Ja. Bis zum nächsten Mal hier bei Nibiru und da sind wir ja raus aus dem Geschnarche hier. Okay, bis dann. Ich bin weg. Tschüss.